und schön, dass ihr wieder dabei seid, heute in meiner Häkelstube. Ich möchte mit euch praktisches Häkeln. Und zwar tolle Handwaschlappen, Handschuhe, die besonders toll sind, auch für Feste. Seife, Shampoo und. Einfach gemacht, simpel gemacht, in verschiedenen Mustern, Farben, praktisch. Ist wie zum Beispiel, man kann das Feste in den Waschlappen reinwerfen, zuziehen, Schlaufe zubinden, feucht machen, dann schäumt das auf und dann kann man sich wirklich ganz toll einreiben oder den Schaum, der sich dann hier bildet, zum Haarewaschen nehmen. Ist total simpel und einfach. Es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Muster. Also auf jeden Fall muss es 100% Baumwolle sein beim Häkeln. Ganz, ganz wichtig. Es gibt da extra Frotti-Häkelgarn. Ich bin nicht so begeistert davon. Man kann es aber mal ausprobieren. Erstmal finde ich es viel zu dünn. Und das hängt sich auch viel rein. Also ich nehme am liebsten das ganz normale 100% Baumwollgarn für eine 3 bis 4er Häkelnadel, 100 Gramm. Und da kann man schon viel miteinander machen. Mustermix zeige ich alles. Und dann ist es wirklich was Tolles fürs Bad, aber auch für die Küche, zum Aufwaschen, für unterwegs. Man kann auch ganz toll, wenn man ein Zugband reinmacht, für unterwegs die Sachen reintun, Seife, Zahnbürste, ein kleines Shampoo und da hat man dann auch gleich wieder Ordnung. Und da ist ein kleiner Aufhänger dran und dann kann man das dann aufhängen. So, und jetzt habe ich genug geredet, jetzt legen wir einfach mal los. So, jetzt einfach mal eingenommen, eine praktische Vorführung, wenn man zum Beispiel wirklich feste Shampoos, Seifen, Duschlotion nimmt und in den Sack hinein. Man muss es noch nicht mal zubinden, funktioniert auch. Und dann schäumt man dann langsam auf und dann kommt dann der Schaum. Ich hoffe, man sieht es. Und dann kann man wirklich ganz toll damit duschen, baden und Haare waschen. Dann hat man nämlich gleich den Schaum. Der bildet sich mit dem Lappen, mit dem Waschhandschuh besser als mit, also nur mit der Hand. Man kann dann noch ein Zwischenmuster machen, aber bitte wirklich immer nur am Knick flach hinlegen, damit das ordentlich aussieht. Nicht mittendrin anfangen. Ich muss noch eine feste Masche machen und dann nehme ich nur mal das Fliederfarbene. Das andere nehme ich dann erst wieder dazu, wenn ich einmal rundherum gehäkelt habe und mache jetzt einfach nochmal ein Muster rein. Und das geht so. Ich mache in die erste Masche ein Stäbchen. Noch ein Stäbchen. Ups, jetzt habe ich den Faden hinten gewischt. Noch ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Noch ein Stäbchen. Noch ein Stäbchen. Eine feste Masche in die nächste. Dann lasse ich eine frei. Die lasse ich frei, die nächste. Wieder zwei Stäbchen. Eine Luftmasche, zwei Stäbchen, eine feste, eine frei. Und so mache ich einen Rand rundherum. Immer wiederholen. So,
Schaut mal, das gibt so einen schönen Rand. Und dann muss man gucken. Als nächstes macht man jetzt eine feste Masche und schließt damit die Reihe. Dann nehme ich wieder meine beiden Fäden von hinten nach unten. So, und ich möchte, dass der Rand nach unten klappt, dass man das so sieht. Und dann muss man jetzt mal eine Reihe tiefer stechen. Muss gucken, wo waren meine festen Maschen von der vorderen Reihe, gut zählen und dann eine Reihe wirklich die tieferen Maschen genommen. Das kriegt man hin. Da muss man nur gut zählen und die Maschen von der Reihe unten drunter dann aufnehmen. Dann klappt das nämlich so nach unten. Dann hat man einen tollen Zierrand und nimmt die Reihe unten drunter. Ja? Schön runterklappen und dann einfach weiter unten einstechen. Dann hat man was ganz Besonderes. So, jetzt habe ich noch einen Rand oben angehäkelt, noch zwei, drei Reihen und habe den weißen Faden einfach mal weggelassen. Und jetzt kann man noch einen Zierrand machen, braucht man aber nicht. Eine Öse, einen Zierrand, da habe ich euch verschiedene aufgeschrieben, was man machen kann. Wie gesagt, Öse, wenn man möchte, 10, 12 Luftmaschen. Und das dann mit einer festen Masche zu einer Öse ziehen. Schön in die Ecke rein. Und dann kann man einen kleinen Rand machen. Drei Luftmaschen, zwei, drei Luftmaschen, eine frei, eine feste Masche. Zwei, drei Luftmaschen, eine frei, eine feste Masche. Und dann machen wir das rundherum. Und dann kann man noch ein Bindeband machen, wenn man möchte. Das zeige ich dann auch nochmal. So, noch ein Tipp von mir. Wenn du dann da dein Stück fertig hast und du möchtest gerne ein Bindeband dran machen, damit man das vielleicht schließen kann, dann erst so 20 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, können auch ein paar mehr sein, weil damit kannst du dann wirklich super zubinden für praktische Sachen. So, erst die Luftmaschen, dann einfach hier auf der Seite hinein mit der Häkelnadel und eine feste Masche und noch eine feste Masche, damit es auch wirklich hält. Und dann nochmal so viele Luftmaschen wie am Anfang. Abschneiden, durchziehen, gut. Und was kann man dann mitmachen? Wie gesagt, man kann das super zubinden. Zum Beispiel, wenn du festes Shampoo oder festes Duschgel hast, eine Duschseife, dann kann man die reintun, bindet es zu und dann kann man das aufschubbern, also nass machen und bewegen. Zwischen den Händen machen und dann kommt der Schaum durch die Poren durch und man kann das wirklich gut verteilen, gleich in einem, auch ein Peeling und solche Sachen. Dann kann man das feste Produkt auch dritte lassen und hängt es einfach auf an der Seite mit der Öse und das trocknet da drinnen schön.
kannst natürlich auch rausholen, aber es trocknet, weil es ist ja 100% Baumwolle, kommt Luft durch. Und dann hat man das immer sauber verschlossen, hat es bei sich. Für Kinder ist es einfacher, sich damit zu waschen. Es ist ja nicht glitschig. Auch eine normale Seife kannst du super reintun. Und hast dann wirklich was Praktisches. Ja, einfach dann zubinden. Wenn es sich unbedingt hält, kann man es dann noch mal vorne durchziehen. Das einfach noch mal durchziehen durchs Gehäkelte und macht es sich dann zu mit einem Knoten oder mit einer Schlaufe. Und dann ist es wirklich super praktisch verwahrt. Und man hat ein Säckchen. Ne, aber es ist halt Baumwolle, es ist hygienisch, du kannst es waschen, wie du willst. Es ist ein tolles Peeling-Teil durch die Baumwolle. Ne, rubbelt das wie Peeling. Es ist extrem haltbar, das ist lebenlang, kannst du das benutzen. Und dann ist wieder eine Idee von mir für euch fertig.